Wir blicken jetzt noch mal nach Italien, konkret nach Venedig. Nach dem schweren Busunglück dort haben die örtlichen Behörden den Tod von 3 Deutschen gemeldet. Auch ein Baby war unter den 21 Todesopfern. Neue Videos zeigen den Moment, als der Bus über die Brüstung herunterrast. 15 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. 10 von ihnen befanden sich noch auf der Intensivstation. Italienische Medien berichteten, dass unter den Verletzten 2 Brüder aus Deutschland im Alter von 7 und 13 Jahren seien. Ihre Eltern waren demnach unter den Todesopfern. Laura Kipfelsberger ist direkt weiterhin vor Ort in Venedig. Laura, die italienischen Behörden haben jetzt also bekannt gegeben, dass unter den 21 Toten mindestens 3 Deutsche sind. Wir haben eben auch noch mal gesagt, wahrscheinlich ein Elternpaar auch. Hast du weitergehende Informationen? Ja, von 2 deutschen Opfern sind die Namen bekannt. Das ist der 28-jährige Sedata G. Woher er genau kommt, das weiß ich nicht. Und eben, du hast es gerade schon angesprochen, ein 1-jähriges Kind, Charlotte F. Und über den Namen des dritten Opfers, da bin ich noch nicht gestolpert, da ist scheinbar noch nichts bekannt. Und unter den Verletzten sind ebenfalls 5 Deutsche. Was hier unter der Brücke stattfindet, das ist jetzt das erste Gedenken. Also wir haben es auch gerade beobachtet, dass hier Menschen Blumen niederlegen, eine Kerze brennt. Hier versucht man dieser Kurve hier noch etwas Gedenken abzuringen. Das ist ja wirklich kein schöner Ort. Und natürlich gehen auch die Überlegungen weiter, wie es überhaupt zu diesem Unfall kommen konnte. Laura, wir sehen es, du stehst direkt an der Unglücksstelle und es war ja schon gestern interessant zu sehen, auch als du für uns den ganzen Morgen und Vormittag da warst, die Unglücksstelle ist schnell wieder freigegeben worden für den laufenden Berufsverkehr. Was gibt es denn aktuell Neues zur Unglücksursache? Ja, wir fanden das fast ein bisschen merkwürdig bzw. verdächtig, wie schnell hier alles weggeräumt wurde, weil normalerweise bleibt ja erstmal eine ganze Weile alles an Ort und Stelle. Den Bus hat man relativ schnell weggeräumt, wohl auch deswegen, weil man Sorge hatte, dass sich die Elektrobatterie nochmal entzündet. Das war ja wohl auch ein Grund, warum der Bus so schnell in Flammen aufgegangen ist, weil es eben ein mit einer Elektrobatterie betriebener Bus war. Jetzt gibt es verschiedene Spekulationen. Gestern gab es viel zu lesen, auch in den italienischen Medien, über den Busfahrer, der bei guter Gesundheit war, eigentlich fit, ein super ausgebildeter Busfahrer, aber der möglicherweise einen Schwächeanfall hatte. Da war von Übelkeit zu lesen, man hat irgendwie direkt an einen Schlaganfall oder Ähnliches gedacht, weil diese Videos, die du, Carsten, auch gerade schon angesprochen haben, ja auch zeigen, dass er doch noch kurz bremst. Ein Polizist hat wohl auch beobachtet, schon vorher, dass der Bus ins Schlingern gekommen ist. Und jetzt gibt es aber noch eine zweite Theorie, die die Justiz verfolgt, nämlich, dass es zu einem möglicherweise riskanten Überholmanöver oder Ähnlichem kam, dass er ausweichen musste, dann gegen die Leitplanke geknallt ist. Daran ist er wohl mehrere Meter entlang gefahren, quasi entlang geschreddert an dieser Leitplanke. Und dann, dass es das Problem kam, eine Lücke in der Leitplanke. Und da ist jetzt der Vorwurf des Besitzers der Busfirma, dass die Leitplanke marode ist. Wir können ja noch mal nach oben gucken, die genau in der Lücke der Leitplanke, das sieht man von hier jetzt nicht so gut, die ist quasi hinter der Brücke verborgen. Dort ist der Bus runter, da ist der Bus quasi durch diese Lücke dann gefahren und dann war ja da nur noch dieses Geländer quasi, was diesen tonnenschweren Bus nicht aufhalten konnte. Hier also entsprechend die Vorwürfe der Busfirma an die Stadt Venedig, dass man hier möglicherweise, dass eine bessere, stabilere Leitplanke das Ganze hätte verhindern können. Laura, danke für diese aktuellen Informationen nach Venedig.